Ja, liebe Cannstatterinnen und Cannstatter, liebe Freunde dieses Videoblogs. Nach längerer Pause, auch Corona-bedingt, ein Film von mir, mal wieder vom Hauptfriedhof Stuttgart hier im Steinhaldenfeld, der ja 1918 entstanden ist und jetzt heute hier am 11. Februar herrlich verschneit bei strahlendem Sonnenschein daherkommt. Gerade eben habe ich hier eine Urnenbeisetzung gehalten und habe gedacht, jetzt gehe ich noch ein bisschen und ja, fange noch ein paar Eindrücke an, wie hier von diesem Brunnen und diesem Putto, der auf einem Oktopus reitet und jetzt so ein kleines Schneemäntelchen hat. Ja, lassen wir uns ein bisschen treiben, ein bisschen laufen. Schauen, was uns so begegnet auf dem Weg. Man hört auch und sieht, ja, der Schnee ist hier und es knarzt unter meinen Füßen. Ja. Und wir sind sozusagen auf einer kleinen Pilgerschrunde hier auf dem Friedhof. Und hier sehen Sie auch ein Grabmal der Familie Kiesel aus den wahrscheinlich 30er Jahren. Einen jungen Pilger, der hier mit festem Blick sozusagen in die Zukunft geht, seinen Weg geht, antritt. Es ist ein beliebtes Motiv, die Pilgerschaft für das Leben überhaupt. Und das ist hier in dieser Bronzefigur eben eingefangen. Ja, laufen wir mal diesen Weg hier hinunter zu einer der Hauptalleen hier. Ich gehe mal auf den geräumten Teil, damit ich den Schnee nicht in die Schuhe bekomme. Dieser Friedhof hier auf der Höhenlage hat ja einfach ist ein besonderer Ort. Einfach von seiner Lage her, eben dass er mit dem Blick ins Tal und so weiter hier angelegt wurde. Man ist weit vom Schuss von Stuttgart und Cannstatter ist auch schon ein Stückchen weg, auch wenn das hier noch Cannstatter Gemarkung ist. Und erst durch die Fusion beider Städte wurde es überhaupt möglich, dass dieser Friedhof angelegt wurde als eigentlich Hauptfriedhof, Zentralfriedhof für Stuttgart. Wenn er auch nie so angenommen wurde, wie zum Beispiel der Pragfriedhof oder der Waldfriedhof. Jetzt lassen wir den mal vorbeifahren. So. Und hier sieht man jetzt sehr schön auch, dass der Blick nach hinten weitergeht und dass man also Richtung Burgholzhof schauen kann, also über den Neckar quasi rüber in der Verlängerung. Und und hier sind wir jetzt an der Hauptallee ohne Alleebäume. Das war jetzt ein Versprecher, weil ich oft am Pforzheimer Friedhof bin. Da ist es eine Allee. Und hier liegen halt größere Gräber, auch von teilweise bekannten Leuten. Jetzt im Winter ist manche Inschrift verschneit und man kann sie gar nicht so sehen. Und wir laufen einfach mal noch ein kleines Stückchen vor. Und kommen hier zum Beispiel vorbei am Grabmal für den Herrn Meier Vorfelder. Da steht immer noch das Holzkreuz. Daneben das Grabmal vom Herrn Tschaja, der hier bestattet ist und der hier mit einem segnenden Christus das Grab gestalten ließ. Eine recht strenge Figur. Und tatsächlich, der Schnee liegt jetzt so drauf, dass man gar nicht erkennen kann, wer da eigentlich liegt. Ja,
Dann gehe ich hier noch ein bisschen weiter Richtung dem umlaufenden Weg. Cannstatt ist ja auch der Ort des Volksfestes. Und tatsächlich haben wir hier auch Schausteller, die hier bestattet wurden. Und jetzt gehe ich mal hier ein Stück weiter. So ein bisschen den Hang hinab, es kommt dann eine Senke. Das Friedhofsareal ist ja recht groß. Und hier kommen wir dann zu einem Grab, auf dem zum Beispiel ja mehrere Symbole sind, ein Transporter mit Traktor und dem entsprechenden Anhänger dazu. Und hier sieht man das Grabmal für Max Weber. Und es steht auch Schausteller dran. Und eine Weltkugel hier oben. Er hatte auch ein Zelt auf dem Cannstatter Wasen. Die weite Welt, die jetzt hier im Nordpol verschneit ist, war sein Feld. Max Weber, Schausteller 1921 bis 1977. Und dann auch seine Frau Olga, die einige Jahre später gestorben ist. Und hier unten eben dieser Traktor, der daran erinnert, dass man das Zelt, die Fahrgeschäfte ja immer wieder praktisch einpacken muss und damit weiterziehen muss. Ja, also auch eine Form von Lebensbürgerschaft. Ich gehe jetzt hier mit dem Blick nochmal zurück und sage für heute mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Schulze. Machen Sie es gut.